Mein Ruffy, so, du hast mir auch was geschickt gehabt. Matti und die Gans. Hab ich das Video schon mal geguckt? Gucken wir uns YouTube-Kacke von Matti Gartenzwergi an. Schau mal rein. Bei Matti-Videos bin ich immer am Start, vor allem bei YouTube-Kacke. Und herzlich willkommen zu einem... Nochmal. Und herzlich willkommen zu einem neuen Luigi dieser Art. Ich habe ja schon 2 5-Fakten-Videos über mich gemacht. Und außerdem noch ein Dralermo, wo ich im Zeichenstil so ein bisschen meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe, bis zu dem Zeitpunkt, als wäre sie mein Hund gewesen. Ein Seewesen. Ich verlinke euch die ganzen Videos in meiner Videobeschreibung. Ich will seit Ewigkeiten wieder so ein Video machen, aber seit ich mit euch 4000 Mal die Woche auf Twitch streame, erzähle ich im Prinzip immer schon, was gerade so bei mir abgeht. Und deswegen ist es mir ganz schwer gefallen, mir Fakten zu überlegen über mich, die ihr noch nicht wisst oder die vielleicht die meisten von euch noch nicht wisst. Deswegen heute kein 5-Fakten-Video, sondern ein 20.000-Fakten-Video. Ihr könnt mir ja in die Kommentare... Wahrscheinlich 20.000-Fakten-Video, oder? ...beschreiben, was davon ihr schon wusstet, vielleicht durch die Streams, vielleicht durch meine Vlogs und was für euch neu ist. Für den alles Neues. Okay. What the fuck? Fakt Nummer 1. Ich habe einen ganz weirden Skill. Dieser Blick von Matti. Wieso war das 20 meine Gans? Also, einen richtig weirden Skill. Und davon habe ich nicht nur einen. Aber wenn mir jemand einen Buchstaben sagt... Dann kann ich instant, wie aus der Pistole geschossen, Buchstaben, die entsprechende Ras im Alphabet sagen. Also wenn zum Beispiel jemand M sagt, weiß ich sofort. Fakt Nummer 2. Natürlich. Ich kann mehr oder weniger, zumindest mache ich das hobbymäßig, wenn ich random durch die Wohnung... Nochmal was? Was kann denn random? Ein SWAT-Heap? Mäßig. Wenn ich random durch die Wohnung laufe, okay, keine Ahnung, ich schmeiß gerade Wäsche in die ganze oder ich koche mir was zu essen oder so, dann ganz nicht dabei. Sollte ich das jetzt demonstrieren? Ich glaube lieber nicht. Genau den habe ich auch geguckt, wo du White Knight meintest, von wegen, yo, schick mal, kennst du den und den? Ich dachte, vielleicht meintest du irgendwie diesen Auftritt. Aber der hat gar nichts mit damit zu tun, also, ja moin. Es ist so schwer, diese Sprünge zu kriegen. Fakt Nummer 3, ich kann das hier. Und das mit allen 10 Fingern. Dieser Moment, wo er so realisiert. Alter, meine Hände sind ja komplett nass. Aber was ist das für ein schönes Video? Das ist ekelhaft. Ah, und ich kann das. Diese Nase. Tja. Fakt Nummer 4000. Ich kann meine Zunge auf die Seite legen. Können das nicht alle? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch könnt. Schauen gerade wirklich mehrere tausend Menschen im Erwachsenentypen dabei zu, wie er zu Hause sitzt und mit der Zunge vor der Kamera rumspielt. Nice, nice. Fakt Nummer 4000. Ich kann meine Rollen. Nächster Fakt, ich habe ein ganz großes Problem. Ich liebe Menschen. Super. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Oha. Mashallah. Also beste Stelle bis zum Video. Menschen. Super. Nochmal. Ein ganz großes Problem. Ich liebe Menschen. Super. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Ich liebe Menschen. Super. Mann, die sind voll die weirde Familie. Hä? Ist ganz... Das ergibt doch gar keinen Sinn. Lustig. Warum erzähle ich euch das? Nächster Fakt. Kommen wir zu meinem Kleiderschrank, der in meinem Büro steht. Nächster Fakt. Mein Lieblings... Einfach so. Ja, kleiner Schrank. Nächster Fakt. Das wissen eigentlich viele von euch, glaube ich. Ist komplett die russische Küche. Ich bin ja Russlanddeutscher, komme aus einer russlanddeutschen Familie. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Russische Küche, beste. Vor allem von meiner Mama. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Und damals von meiner Oma, als sie noch gelebt hat. 11 von 10. Nächster Fakt. Meine liebsten Gerichte in dieser russischen Küche sind Chibureki. Das ist Fleischmantel. Das ist Fleisch in Pelmeni. Das ist auch Fleisch in wahrscheinlich nur Fleisch, oder? Verschiedenen Ausführungen. Das eine ist frittiert, das andere gedämpft, das letzte ist gekocht. Und Vareniki, das ist in meiner liebsten Ausführung Kartoffelbrei. Ey, die ist vielfältig. Es ist nicht nur Zeug. Nächster Fakt. Was ist da alles passiert hier? Ich fange jetzt vielleicht extrem nach viel Fleisch. Tatsächlich esse ich sowas ja sehr, sehr selten. Ich habe vor ungefähr einem Jahr meinen Fleischkonsum extrem reduziert. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Weitestgehend ernähre ich mich mittlerweile eigentlich vegetarisch. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Och, Mann, jedes Mal, wenn Philo grillt. RIP.
Es ist nicht nur Zeug. Ja, ja. Mann, wir sind voll die weirde Familie, ey. Kein Mensch braucht... Wie oft denn dieser Einschnitt kommt? Braucht 60.000 Kilo Fleisch im Jahr. Und das essen wir Deutsche im Schnitt nun mal. Braucht keine Sau. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion hier anfangen zum Thema vegetarische, vegane Ernährung etc. etc. Um Himmels Willen. Alles gut. Ich esse ja auch ganz. So ist es nicht. Nur diese Argumentation, ja, aber du hast doch Mangelerscheinungen, ganz. Wenn du kein ganz isst. Das ist halt absoluter Blödsinn. Ich schlepp ganz schön viel unnötig Gans mit mir rum. Das hat viele Gründe. Suchen wir keine auf. Und jedes Mal, wenn die Gans kommt, kommt dieses Theme von, welchen Teil der Welt ist das denn in Zelda? Das ist auch in einem Gebäude drin, ne? Ausreden, das Hauptproblem an der Geschichte. Und da kommt immer dieses Bip. Geschichte ist ganz Punkt. Schon wieder. Brauchen wir das nicht schönreden? Ja, ich nehme stark zu, wenn ich gestresst bin. Ja, psychisch gesehen war es jetzt nicht mein bestes Jahr. Ja, Kakariko auch. Immer im Gebäude. Aber da geht noch einiges. Und deswegen, nächster Fakt, habe ich mich entschlossen, mit einem Personal Trainer zusammenarbeiten. Und zwar dem Besten, den ich eigentlich kenne. Ich gehe jetzt... Die Gans. Noch radikaler an die Sache ran und ich meine es todernst, wenn ich sage, ganz am 31.12. diesen Jahres werde ich in den Spiegel schauen und die Form meines Lebens sehen. Aber ich will nicht irgendwelche Ansagen machen, Taten sprechen nun mal wesentlich lauter als Worte. Taten sprechen lauter als Worte. Sagt man das so auch? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Gehört das zur YouTube-Kacke dazu oder nicht? Taten sprechen lauter als Worte. Ich bin verwirrt. Taten sprechen mehr als 1000 Worte. So sagt man das auch, oder nicht? Und nicht Taten sprechen lauter als Worte. Ich glaube, das ist doch... Ach komm. Nächster Keine Ahnung, ey. Ich fühle mich da total hinterher. Ich fühle mich wie so ein alter Opa, der sagt, früher war alles besser. Da. Nächster Fall. Warum? Warum, lieber mein Ruffy? Fakt, wo wir gerade beim Thema Internet sind. Ich bin Memes. Was? Ich bin Memes. Beim Thema Internet sind. Ich bin Memes. Matthias Memes. Ich meine echt ernst. Okay. Es gibt Tage, die beginne ich mit Memes und beende sie mit Memes. Hilfe. Okay. Nächster Fakt, auch das wissen Ende. Immer noch. Einige nicht. Ich streame seit Dezember 2018. Nächster Fakt. Warte mal, nachdem du jetzt dreimal nächster Fakt gesagt hast. Ich dachte schon, da stand Anamiya Music. Wieso hab ich das gedacht? Lol. Seit 12 Jahren auf YouTube, seit 10 Jahren hier auf diesem Channel unterwegs. Es war bis hierhin echt ein verrückter Weg. Es ist so viel krankes Zeug passiert. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, jetzt habt ihr mich ein kleines Stückchen näher kennengelernt. Euer Matti. Ciao. Es fühlt sich so an, als würde ich gerade ein Video von Matthias gesehen haben. Schade, jetzt kommt am Ende nochmal ganz, ganz bisschen viel. Ganz. Schaut gerne bei meinem Ruffy vorbei. Memes, die von OBM Matti Bergi abgerissen wurden. Von White Knight geschnitten. Oha. Matti hat schon gesehen. Hä? Tauchte das schon in einem Highlight-Video von Matthias auf? Egal. Wir gucken es an. Liebe Trickser und herzlich willkommen zu einem neuen Meme-Video. Ich habe als Kind immer ganz gerne Mädels über 18 chiffriert. Also ich bin ein Mensch. Chiffriert. Ich beobachte sehr, sehr gerne. Höre sehr, sehr, sehr gerne, sehr aufmerksam zu und ich saug alle Details auf. FBI, open up! Sehr kritisch. 10% der Kleidung, die ich trage, sind die Waschmaschine oder meine eigene Marke oder meine eigene Marke. Mein Lieblingsessen, das wissen eigentlich viele von euch, glaube ich, ist Zeug in Teig. 4 Monate. Gehe ich jeden dritten Tag joggen und. Ist so Zeug und Teig. Ja, er lacht über sich selbst, weil er jeden vierten Tag joggen geht. Am 31.12. diesen Jahres werde ich in den Spiegel schauen und die Form meines Lebens sehen. Ich mein's. Warte, was war das jetzt? Irgendwas. Wer ist das? Was verpasst? Ich mein's voll und ganz ernst. Der weiße Matti. Warum ist dann dieses. Also. Wessen Gesicht ist das denn hier dann? Warum ist das jetzt genau der weiße Matti? Wie entsteht sowas? Das verstehe ich nicht. Ist vor allem hier vorbeigezogen. Ja, White Knight geht kurz raus. Beste. Einfach nur Beste.